Frieda schon her. Jetzt schon her. Sau ist früher. Also wenn es nach ihr ginge, den ganzen Tag nur Bälle schmeißen. Du magst am liebsten auf Frieda schon her. Das ist ja auch. Hopp. Hopp. Nimm aus, du bist Franz. Ja, ja. Wieder vergisst du nicht. Franz. Ja. Bin hier. Da komme ich her. Da komme ich her. Da bin ich geboren, da bin ich aus. Was ist das? Heimatliebe? Ja, du musst mal, was musst du? Erst einmal überlegen, was sagst du überhaupt? Das sind Merkmale, die kann nur der Bayer als solcher verspüren, ja, diese Gemütlichkeit und das Zusammensitzen. Auch wenn das für viele Fremde, sagen wir mal, sinnlos ist, kann ja auch sein, aber der Bayer hält das nicht für sinnlos, sondern das ist für ihn Gemütlichkeit, das ist für ihn Großzügigkeit. Mythos FC Bayern, ja, gewinnt halt mehr Spiele. Die kennen keine Schwäche. Solche Mythen musst du dir erarbeiten, die kriegst du nicht geschenkt. Und je mehr du in diese Kategorie eingestuft wirst, als Legende oder so, umso schwerer wird es, weil der Gegner natürlich versucht, alles um dir ein Bein zu stellen, um dich zu schlagen. Weil er kann nur auf sich aufmerksam werden, wenn er solche Wunder, sage ich einmal, verbringt, den FC Bayern zu schlagen. Da ist dann Volksfest in diesem Ort oder in dieser Stadt angesagt. Ich glaube, das ist so das Verständnis auch vom FC Bayern, der Zusammenhalt, das hat selten Auseinandersetzungen gegeben, wo man also dann im Streit auseinandergegangen ist. Man hat sich immer wieder gefunden, um das dann zu Ende zu bringen und mit einer Zunge zu sprechen. Ja, ich bin geboren in München und werde immer Münchner bleiben.